En Allemagne, une hausse de taxes menace les restaurateurs de fermeture. Cette hausse augmentera de 7 à 19% en janvier 2024. L'Association allemande de l'hôtellerie et de la restauration est inquiète. Das ist eine Katastrophe für unsere Branche, für ganz viele Betriebe. Laut DEHOGA-Umfragen werden 12.000 Unternehmen das nicht überleben. Sie werden aufgeben oder in die Insolvenz gehen. Avec cette hausse, l'Allemagne deviendra l'un des pays d'Europe où la TVA sur les denrées alimentaires sera la plus élevée. De nombreux restaurants seront contraints de répercuter cette hausse de taxes sur le prix de leurs cartes. Die Mehrwertsteuer mit eingearbeitet wird, der Mindestlohn wird eingearbeitet, die Mieterhöhung wird eingearbeitet, weil anders funktioniert es nicht mehr. Und dann ist eben halt die Frage, wer kann es sich dann noch leisten? C'est un coup dur pour la profession. Après la crise du Covid et la flambée des coûts de l'énergie, les restaurateurs ont peur de perdre leur clientèle. Nur zu Hause kochen ist keine Option und in die Gaststätte gehen, unter Leute sein, das ist schon angenehmer auch. Und deswegen denke ich mal, würde ich das beibehalten. Les fêtes de fin d'année, période durant laquelle les restaurateurs font un chiffre d'affaires plus important, seront décisives. German restaurant owners are angry with the government for breaking their promise to keep the tax down at 7%. But the increase only affects restaurants serving their food on porcelain plates and not takeaway or delivery companies. The question remains, in the new year, will people continue to eat out or will they see it as a luxury they can no longer afford? Liv Stroud in Berlin for Euronews.